Hallo, der liebe Jaden und ich sitzen auf der Couch. Das ist nicht korrekt. Lüg sie nicht an. Lüg sie nicht an. Jetzt sitzen der Jaden und der Brox auf der Couch. Also der Brox und der Jaden, entschuldige. Entschuldige bitte. Hat er sich das selbst vorausgenommen? Hallo und herzlich willkommen zum neuen Vlogs-Nummer einfügen hier. Neun. Das ist wieder super, wie er nicht weiß, was für ein Vlog ist. Neunter Vlog an dem Tag, wo wir 9 Jubiläumsepisoden aufnehmen. Und das ist schon das erste Thema, als ob wir es geskriptet hätten. Es ist wie, als hätte ich es mir vorhin überlegt, damit es gut kommt. Ja, holy fuck. Viele Leute werden sich fragen, wo sind wir eigentlich? Wo, oh mein Gott, was ist das Zeugs da? Also ich darf vorstellen, das ist der kleine Frall. Frei mit F geschrieben. Das ist der kleine Adas mit D geschrieben. Das ist der Avas. Adas. Das ist mein militanter Nichtraucher. Die Idee finde ich so geil. Wir haben natürlich trotzdem Themen DVDs, heute. DVDs, Comics. Das ist übrigens die liebe Wohnwand von Brox. In meiner Wohnung. In seiner Wohnung. Vom Brox. Im HNB-Studio. Das HNB-Studio. Das ist definitiv besser gekühlt als das HNA-Studio. Es liegt daran, weil es nicht mehr einen Raum hat. Und eine Klimaanlage. Wir haben heute die Jubiläumsvideos endlich aufgenommen. Die Aufnahmen sind fertig. Fertig? Es ist vollbracht. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass wir uns durch 1,5 Terabyte Archivmaterial wuseln. Ja. Außerdem, wir haben beim letzten Vlog was ganz Wichtiges vergessen, um das wir gebeten wurden. Das werden wir jetzt gleich ansprechen. Ja. Dafür gibt's einen Präfix. Und zwar, wir selber nehmen als HEN oder Couchnoops keine politische Stellung in irgendeiner Form ein. Es ist natürlich vollkommen gelogen, wir haben eine politische Stellung und wenn ihr nicht unsere Meinung seid, dann könnt ihr gehen. So schlimm ist es auch nicht. Nein. Aber wir scheuen uns nicht davor, unsere politischen Einstellungen auszusprechen. Vor allem, weil wir relativ moderat in beide Richtungen tendieren. Wir suchen eher nach dem wahren Grund für Probleme und versuchen nicht gegenseitig uns als Nazis oder als linke Ratten zu beschimpfen. Ja, weil wir alle denkende Menschen sind. Zum Beispiel, ja. Und wir sind auch mit logischem Hausverstand ausgestattet. Das zumindestens gesagt. Wir beide. Ja. Das gesagt. Eure Couchnoobs bitten euch um Hilfe. Also wir weniger, sondern jemand, den wir kennen. Und zwar die liebe Katharina. Sie wird in dem Bereich unten unter diesem Video, wird sie eingefügt mit ihrem Facebook-Profil. Sie hat gemeint, sie möchte das über das Facebook-Profil. Bitteschön, wie sie meint. Jetzt ist es raus. Sie sammelt gerade momentan alte Klamotten, beziehungsweise Klamotten, die nicht mehr getragen werden, oder anderes Zeug, Spielzeuge und ähnliches, das eigentlich schon längst ausgemistet gehört und dass die Leute eh nicht vermissen. Wenn ihr Sachen hergeben wollt, die ihr schon vermissen würdet, könnt ihr das auch machen. Das bleibt euch überlassen. Sie sammelt nämlich gemeinsam mit ihrem Freund und mit einigen anderen Leuten Sachen für die Flüchtlinge in Dreiskirchen. Wir persönlich werden jetzt noch einmal kurz über Dreiskirchen reden. Ihr wisst jetzt, worum es geht. Wenn ihr aus der Nähe von Wien oder in Wien seid, könnt ihr sie dann anschreiben über den Link unten in der Beschreibung. Genau. Und um sie kontaktieren diesbezüglich. Ihr könnt euch das dann je nachdem ausmachen. Ich nehme mal an, sie holt es auch gerne ab, wenn sie schon unterwegs sind. Ja. Wir reden kurz auch einmal über das Thema, weil es prävalent ist, weil es gerade im Raum steht und weil die Leute scheinbar alle das Wesentliche aus den Augen verlieren. Und anstatt herzugehen wie ein Joko und ein Klaas und jetzt sich zu brillieren damit, dass man gegen die rechte Seite hetzt. Und sich selber als präpotenten Arsch hinstellt, ja. Der meint, er hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Sorry Leute, aber ihr seid behindert. Ja, meinst du, ein geskriptetes, voll gut recherchiertes Video können wir auch machen, aber mir geht es nur allein darum, dass diese Flüchtlingsthematik, vor allem gerade auf Facebook ist das so recht prominent, ja. Vor allem, da merkt man dann teilweise wirklich auch, wie die Leute
um einen herum ticken, wenn dann so Kommentare kommen wie ja, Granate reinhauen oder Gas rein, wo ich mir denke, das sind ja immer noch Menschen. Was heißt immer noch? Es sind Menschen, verdammt. Und ich und gerade wie das war, vor kurzem, mit dem Laster, wo diese über 50 Menschen darin erstickt sind, das ist einer der grausamsten Tode, die ich mir vorstellen kann. Und unter keinen Umständen. Und das in einer Situation, wo du eigentlich alles aufgibst und flüchtest vom Krieg. Eben, und gerade, dass man da noch drauf hinhetzt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Sekunde mal, das Problem ist, wir gehen jetzt schon in eine Leute, die unsere Mindset nicht kennen, in eine bestimmte Haltung Richtung links gerade. Ja, deshalb würde ich gerne noch den Präfix zu Ende bringen, damit wir das mal aus dem Weg haben, ja. Es gibt nämlich einige Dinge, die wir, glaube ich, beide ansprechen wollen diesbezüglich. Und zwar, wir sind, glaube ich, geschlossen beide der Meinung, unserem Land geht's wirtschaftlich auch nicht gut. Das ist aber irrelevant, weil Flüchtlinge sind Flüchtlinge, das sind Asylanten, das sind Leute, die haben keine andere Möglichkeit, die würden es auch anders machen, wenn sie sich's aussuchen könnten. Die würden nicht von daheim flüchten und würden nicht weggehen. Wir sind auch der Meinung, unser Land kann das wirtschaftlich in Wirklichkeit nicht unterstützen. Wir sind aber der Meinung, es ist eine humanitäre Grundlage eines jeden Staates, das zu tun, wenn es ihm in der Möglichkeit liegt. Ja. De facto, so weit, so gut. Wir sind der Meinung, dass die Zustände im Lager wie Dreiskirchen oder ähnlichen, jetzt vor allem erst kürzlich nach dem offenen Brief von freiwilligen Helfern, mehr als unter aller Sau sind und dass diese privatisierte Arschlochfirma von der Frau Mikl-Leitner da organisiert wird zum Containerbauen für einen dreifachen Preis, damit das Geld schön in die Wirtschaft einfließt und da Securities angestellt sind, die sich wie einen Scheiß drum scheren, ob sich die in der Nacht gegenseitig abstechen da drin oder Vergewaltigungen stattfinden und ähnliches, wo sich keiner drum schert und man keine Zelte reinreichen darf über den Zaun, weil dafür sind die Securities da, damit du ja nicht den Leuten was gibst. Ja. Die Leute sind deppert. Und dann kommt der Punkt, auf den wir zu sprechen kommen wollen. Das ist einmal so ein bisschen grob. Und jetzt kommt der Punkt, den die Debatte rundherum angeht. Also die unsere Erklärung zur Debatte rundherum. Sind wir uns ehrlich, es gibt leider Gottes, ich meine, die rechten, wirklich rechte Menschen sind anstrengend und nervtötend. Ist so. Und meistens ziemlich deppert. Aber, und das ist das Problem, die Linken sind immer so links, dass wurscht, wo du im Spektrum zur Mitte auf der linken Seite oder im Spektrum nach rechts stehst, du bist immer rechts von ihnen und somit bist du ein Nazi. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, was ein Nazi ist, ihr hirnlosen Würmer. Ruhig. Was ich, im Endeffekt rein theoretisch kannst du so darstellen. Ich sage nicht alle Linken, bitte nicht verallgemeinern. Nein. Nur diese, die ganz rechts und die ganz links. Ich meine, es gibt im Endeffekt kein Ende von links. Du kannst immer so weit links sein, dass du im Endeffekt dann schon wieder rechts bist. Ja. Weil im Endeffekt, oh mein Gott, alle außer wir sind voll rechts, ist eigentlich eine Einstellung, wenn man drüber nachdenkt. Aber was mich so narrisch macht, ist, dass sich jetzt so zwei Lager rauskristallisieren. Die einen, die sagen, oh mein Gott, das sind alle anderen sind urrechts und die Armen, ja natürlich, Flüchtlinge haben es nicht einfach, das ist kein leichtes Leben, das ist nicht schön. Aber auf der anderen Seite stehen dann die, oh mein Gott, ja, wir haben es ja nicht eingeladen, aber sowas, ja, ich meine, ich sehe es mal auf der anderen Seite. Ich meine, wenn ich in der Situation bin, was hätte ich lieber, dass ich in ein Land komme, wo Frieden herrscht und eine stabile Wirtschaft ist, oder dass ich in ein Land komme, wo das nicht der Fall ist? Ich möchte jetzt nicht aussprechen, welche Länder ich mir nicht vorstellen kann, wo ich hinkomme, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt, mir geht's darum, dass man mal bitte an die Sache mit ein bisschen Hausverstand rangeht. Ich find's jetzt auch nicht leimend, dass man jetzt, was weiß ich, wie viele tausend Flüchtlinge da haben, das ist eine Belastung für das Land Österreich. Ich bin jetzt auch kein Patriot, oh mein Gott, die müssen alle raus oder sowas. Absolut nicht, weil das im Endeffekt, diese Menschen sind da und sie würden in dieses Land kommen, auch wenn wir es nicht wollen würden. Das Problem ist halt nur, dass halt einige Leute,
glauben, dass sie die Anonymität, die auf Facebook herrscht, die eigentlich nicht herrscht, ausnutzen können, um Hasskommentare oder sowas zu schreiben. Total unangebracht und einfach nur... Punkto Kommentare möchte ich, das war nämlich eigentlich das, auf das ich ursprünglich zu sprechen komme, Punkto Kommentare. Es gibt die zwei Standardkommentare von beiden Seiten und mit beiden Fraktionen, die diese Sätze bringen, möchte ich schon gar nicht mehr diskutieren, weil sind wir uns ehrlich, wenn ihr zu den Leuten gehört, die diese Sätze bringen, überlegt es euch doch einmal. Wenn ich ein Linker bin, der Meinung ist, irgendwer anderer ist leicht rechts oder ein bisschen rechts oder sagt, naja, ich weiß nicht, vielleicht ist es doch so ein bisschen, und immer gleich mit dem Nazi um sich schmeißt. Deshalb. Es ist Bullshit. Hört's auf damit. Ihr mindert damit das, was Nazis wirklich waren, ihr Heiseln. Und auf der anderen Seite immer wieder dieses, ich bin ja kein Nazi, aber, und ich verstehe euch alle, weil wir müssen alle, wenn wir irgendeine Meinung aussprechen wollen, die mittig oder leicht rechts sich bewegt, die auf die Wirtschaft und das eigene Land schaut und nicht direkt auf die, wie gut's denen gerade geht oder nicht, sondern weil wir gerade das Gespräch von der Seite aufrollen. Und damit nicht solche Wappler, möchte ich fast sagen, sich auf den Schlips getreten fühlen und der Meinung sind, sie müssen jetzt mit einem Nazi diskutieren, müssen andere Leute, und da zähle ich mich teilweise auch dazu, immer am Präfix einführen, ich bin ja nicht rechtsradikal, aber. Und jetzt immer wieder muss ich lesen von Leuten, wenn ich noch einmal höre, ich bin ja nicht rechtsradikal, aber ihr seid der Grund, warum wir das sagen müssen. Genau ihr. Weil wenn wir diesen Präfix nicht sagen... Dann sind wir Nazi. Und jetzt sind wir schon mittlerweile ein Nazi, weil wir das sagen. Ja, das ist komplett konträr. Ihr seid Heiseln. Ich freue mich ja schon auf die Kommentare, die uns... Und ja. Ich meine, es gibt mindestens zwei, drei Leute, die dann hergehen und uns die Worte im Mund um und umdrehen und sagen, oh mein Gott, ihr seid ja weder Gutmenschen noch seid ihr Nazis, ihr seid die verhurte Mitte. Apropos die verhurte Mitte, ich möchte das Thema jetzt tatsächlich so zu einem schönen Conclusion für uns beide bringen, glaube ich, indem ich sage, wir sind nicht der Meinung, dass es eine gute Idee ist, als eines der letzten zwei EU-Länder die Flüchtlinge einfach reinzustopfen, so viel geht, und nicht Grenzkontrollen einzuführen, die dafür sorgen, dass die wenigstens lebendig ankommen. Ja. Das ist Schwachsinn. Und was haben uns die offenen Grenzen gebracht, sind wir uns ehrlich? Und ich rede nicht davon, macht die Grenzen dicht, lasst keine mehr durch. Nein, ich sag, kontrolliert die Grenzen. Frachtet das schön weiter, damit sie wissen, wo sie hinkommen. Schaut, dass die dann dort hinkommen, wo sie wirklich hin sollen. Nämlich also ein ordentliches Flüchtlingslager. Also das, was wir sagen wollen, wir brauchen eine Flüchtlingspolitik. Eine ordentliche. Nein, wir brauchen mal überhaupt eine. Ja, Entschuldigung, hast recht. Weil das, was aktuell passiert, dass zum Beispiel Laster voller Menschen... Das ist der wilde Westen. Das geht nicht. Ich kann nicht in so einer Situation, kann ich nicht hergehen und darauf warten, dass Laster voller Menschen ankommen und ich alle zwei Wochen irgendwo einen Haufen toter Menschen vorfinde. Ja, das geht das nächste, nicht. Und das nächste, was wir auch dazu sagen wollen, ist, sorgt's gefälligst dafür, dass die versorgt sind, bitte. Ich meine, es sind Flüchtlinge, die haben Asyl ist ein Menschenrecht. Ja. Und das müssen wir gewähren und gewähre ich gerne. Bitte. Und jeder von den Leuten, die der Meinung sind, sie brauchen das nicht, auch die verstehe ich, weil es ist eine Angstpolitik am Werkeln. Da habe ich glaube ich, mit dir auch schon drüber diskutiert. Das schneidet man vielleicht noch ganz kurz an, einfach im Allgemeinen, damit vielleicht auch die linke Partei vielleicht einmal langsam nicht tolerieren, aber verstehen lernt, warum viele Leute so irre agieren und mit ihren Hasspostings und so. Und ich sag nicht, dass nicht jeder zweite Hassposter wahrscheinlich wirklich ein bisschen an Schaden hat, aber man muss nicht für den Tod von Leuten sein eben. Aber die Sache ist die, gerade in Österreich, die Arbeitsplatzpolitik schaut folgendermaßen aus, dass wir alle miteinander, und da geht es jetzt noch nicht um Rasse oder sonst was, es gibt für jeden freien Arbeitsplatz in Österreich offiziell jetzt statistisch ausgerechnet 3 Arbeitslose. Wie schaut das, da gibt es keine Perspektiven für irgendwen in Wirklichkeit. Dann die meisten von den Leuten, die länger arbeitslos sind, machen das natürlich für die Einwanderungspolitik ein bisschen verantwortlich, was nicht falsch ist, weil unsere Migrationspolitik nicht besonders gut auf unsere Wirtschaft abgestimmt ist. Das ist Fakt.
Aber, und das ist jetzt, lasst mich fertig reden, nächster Punkt, momentan das IS-Debakel. Die Leute sind alle in Terrorangst, auch wenn es uns direkt noch nicht getroffen hat, aber jeder hat Angst und die flüchten aus Ländern, wo genau das der Grund dafür ist. Ja. Radikale religiöse Ansichten sind gerade im muslimischen Glauben enorm gefährlich und haben sich als solches herausgestellt über die letzten 10 Jahre. Ich erinnere jetzt auch nur an Charlie Hebdo, das war dieses Jahr. Ja. Mal so nebenbei. Charlie Hebdo. Charlie Hebdo. Nicht Charlie Hebdo. Ja, aber Charlie Hebdo. Ja. So. Jesus Charlie, wie heißt das? Jesuisla Charlie. Wir können keine Fremdsprachen. Ein paar, aber nicht Französisch. Mag keine Franzosen! Yeah! So ein Slogan. Nein, aber... Ja. Schau, und das sind alles... Schau, dieses Video, ich möchte kurz den Punkt zu Ende führen, Entschuldigung. Nein, darf ich kurz nur was sagen wollen? Ja. Diese Meldung eigentlich, wir wollten, glaube ich, keine Grundsatzdiskussion anregen. Nein, überhaupt nicht. Nein, aber dieses Video, beziehungsweise diese Nachricht ist an all jene, die gerichtet, die einen gewissen logischen Menschenverstand haben und helfen wollen. Genau. Die nicht helfen wollen... Bitte. Wollen nicht helfen, ist jedem das seine. Jeder darf helfen oder nicht. Ich meine, da bin ich sehr ambivalent, wie du sehr oft schon gesagt hast. Aber wenn ihr helfen will, meldet euch bei ihr. Sie organisiert das und weiter. Und ich werde jetzt auch nochmal schauen, ob ich irgendwas im Kasten habe. Ich habe 3000 T-Shirts, die ich nie anziehe. Ich muss nur nochmal diesen Stupiditätspunkt ausführen, sorry. Genau, aber nur bitte nochmal... Dass wir auf die Kernaussage zurückkommen. Wenn ihr helfen wollt, bitte helfen. Wenn nicht, dann schaltet irgendwo hin. Auf jeden Fall. All diese Punkte, die ich vorher aufgezählt habe, sind Angstschürergründe. Und ich kann sie nachvollziehen, aber die haben alle drei, und das weiß ich auch, das weiß auch der Brox, das wissen auch Leute mit Hirn, haben alle drei in keinster Weise was mit den Asylanten zu tun und damit überhaupt steht in keiner Korrelation, aber so funktionieren die Medien. Ja. Das wird halt von manchen Leuten so aufgefasst, als wäre das jetzt der Weltuntergang. Ja, das ist halt leider immer das Problem mit den Medien. Du hast drei verschiedene Bilder. Du hast ein ganzes Bild, das die ganze Szene zeigt. Der eine Sender nimmt das Drittel, der nächste Sender nimmt das Drittel und der nächste Sender nimmt das Drittel. Im Endeffekt ist so beim ersten drauf, dass ein US-Marine einem Moslem eine Flasche Wasser gibt, dabei eine Waffe in der Hand halt, weil das zu seiner Ausrüstung gehört. Und die drei verschiedenen Medien stellen das halt immer. Der eine gibt dem Wasser, oh mein Gott, was für ein guter Marine und keine Waffen sind dabei. Der andere, oh mein Gott, die Waffe ist auf seinen Kopf gerichtet, weil sie in die eine Richtung schaut. So, und damit gehen wir mal kurz noch in ein paar andere Kleinigkeiten über, bevor wir dann uns wieder verabschieden, weil es ist eh schon wieder viel zu lange möglich. Habe ich das Ding, woran ich gerade gearbeitet habe und wo ich dir heute gezeigt habe, was ich gemacht habe, habe ich das schon geannounced? Ich glaube schon. Also, ja. Ich glaube schon, ne? Ja. Okay, ja, dann haben wir das schon erledigt. Es kommt bald ein Mini-Review. Eins? Mehrere? Oh, was? Bitch, please, what? Crazy Donnerstag! Bitch, please, what? Was? Ja. Ich hab den Schornstein gefegt. Wir haben gar keinen Schornstein. Was? Das ist so geil. Ja, in Kürze fängt unter anderem auch Pokémon an. Pokémon! Ah, die sind so geil, die Folgen. Ihr werdet sie lieben. Ich weiß noch nicht, ob die Serie Pokémon tatsächlich dann durchgehend laufen wird, weil wir uns momentan auf so ein bisschen einen Block-Release umstellen. Wo immer mal so 18 Episoden von einer Sache rauskommen oder 4 oder sowas. Damit sie mal ein bisschen abwechseln. Immer schön Abwechslung reinstreuen. Das ist wie mit Nudeln, was bitten bleibt, ist gut. Aber weißt du, was mir auffällt? Ja. Daran merken wir auch, dass wir hier bei mir im Studio B sind. Die Sitzposition ist eine andere. Ich weiß, ja. Ich habe mich explizit hier hingesetzt, tatsächlich. Wegen. Switch it up. But damn! Damn! Und ja. Ja, ich akzeptiere Kommentare zu meiner schönen Wand. Ja. Das sind sehr viele Filme, Comics, Animes. Da hab ich was. Aber das zeigt man nicht her. Ja,
Ich habe jetzt tatsächlich akut nichts mehr, worüber wir reden können. Ich bin all out. Ich du bin schon müde und weiß, dass ich heute noch Sachen schneiden muss. Beil am Tisch fertig, was? Na, eben nicht, das ist ja das Problem. Also, das darfst du es daheim machen? Ja. Nein, ich muss ja nicht nur mal heim. Ich muss dann mal mit der Kleinen raus. Dann muss ich noch Sachen die schneiden. Die wird sich freuen auf dich. Ja, es ist jetzt eh schon wieder lang her. Schon den ganzen halben Tag jetzt. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum du die Gwenny nicht mitgenommen hast, weil die hat sich da total wohl gefühlt. Ich weiß es auch nicht. Ich habe mir gedacht, ja, das geht schon, ich bin dann eh bald wieder da, das passt schon. Ja. Und wir hatten ein bisschen unsere Ruhe. Ja, gut. Weil beim Aufnehmen hin und wieder, vor allem bei einer neuen Umgebung, weiß ich nicht, wie ruhig die Gwenny sich dann verhält. Die bellt alles an. Ja. Was ist das? Ein Bild? Ruff. Was ist das? Das ist der Box. Aber sitzt nicht auf meiner Couch, sondern... Na gut, ich glaube, das war's mit diesem Vlog diese Woche. Wir begrüßen übrigens auch mit diesem Vlog offiziell jetzt am Ende. Super. Alle neuen Abonnenten, die dazugekommen sind, das freut uns natürlich sehr. Gleich haben wir einen super Einsteiger-Vlog mit Rassendiskussionen. Mit so viel Tiefe, wie wir auf diesem Kanal noch nie hatten. Ja, manchmal machen wir schwarzafrikanische Stimmengags. In gewissen Pokémon-Episoden zum Beispiel. Ich habe mich schon gefragt, wo das hat mit schwarzafrikanische Stimmengags, die als möglicherweise rassistisch aufgefasst werden können, das dürft ihr dann entscheiden. Wir gehen einen Drahtseilakt an der Grenze, würde ich sagen. Ja. Und manchmal kommt halt sowas, wo man auch mal auf den Tisch schauen muss und sagen muss, Leute, schaltet euer Hirn ein, wir müssen angefressen sein auf die Politik und nicht auf den linken Heißeltypen dort oder auf den rechten Heißeltypen dort. Wenn ihr euch nicht genug Gedanken drüber macht, dann brauche ich jetzt das Proxikon. Ja. Das schicke ich dir. Nein. Doch. Das ist vorher wahrscheinlich schon fertig. Im nächsten High-End-Vlogs wird es wieder ein bisschen weniger bierernst. Und wieder ein bisschen lustiger. Ich kann es nicht versprechen, aber ich denke schon. Ja. Wir haben schon lange kein Beef mehr zwischen uns beiden gehabt. Viel zu lang. Ja, das liegt daran, dass sich normalerweise immer andere Leute anbieten zum Beef haben. Nein, ich meine eigentlich wirkliches Fleisch. Wir sollten wieder mal Steak essen gehen. Ach so, ja, das auch. Ja. Weil da sitzt du, da sitze ich und wir haben Beef zwischen uns. Auf den Tellern. Mit diesem Schmankerl eines Karl Auers, möchte ich fast sagen. Der fliegt davon. Und stürzt 5 Meter später ab und reißt alle Passagiere in den Tod. Ja. Ja. Mit diesem Downy beenden wir auch diese Episode von High End Vlogs. Die nicht ganz politisch korrekt gestartet hat und completely politisch inkorrekt geendet. Ich kann nicht reden. In einer Pokémon-Episode.